Ja, Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge mit den Dragons. Folge 25 ist inzwischen. Und ja, ich habe euch ein bisschen letzte Woche angeguckt, nur dass es nicht Dienstag kam, sondern Samstag. Weil ich es einfach vorher aufgenommen hatte und ich dachte, die kommen eigentlich Dienstag, aber den kam jetzt auch generell eh keine. Ich werde wahrscheinlich eher ihn erstmal weiter eine Woche machen. Ich habe nicht so viel Zeit aktuell. Jedenfalls. Folge 25, letzte Folge, haben wir Fifi ein Schnitzeljagd-Secret aufgebaut. Und naja, was habe ich schon gesagt? Wir haben ein Secret weit weggebaut. Und ja, wir hatten vergessen, ihm die Butter vorzubringen, was mir auch aufgefallen ist. Und ich war zwischendurch noch ein bisschen. Ich habe alles einsortiert und ich habe noch einen Raid gemacht, aus Versehen. So, und da haben wir jetzt auch neue Raiders. Vivi hat auch mal noch weitergebaut bei seinem Ding hier. Ja, kann man nicht ohne? Ja, kann man. Das ist gut. Wer ist das? Das ist Peter. Aber ist das. Also. Danke. Wie ist echt lost? Also, er ist nicht lost, sondern er ist wesenhaftlich lost. Jetzt, let's go. Ich hab die. Wir haben unsere Tiere gerettet. Let's go. Ja, Fifi. Spiel dich mit mir. Pack den jetzt hier ein Buch an. So. Wie sieht scheiße aus? Alter Käfig. Ja, hier ein Buch hin. Also, ich stelle das noch oben. Auf Botschafts. Basis. Botschaft. So, und dann packen wir das eben hier rein. Fifi, die Botschaft. Aber denkt sowas von nicht, dass das von mir ist, einfach weil ich es in seinem Gebiet platziert hat. Aber man kann halt Item Frames ebenfalls platzieren. Ist egal, auch Fifi hat hier Skelettpferde. Ich habe gehört, wir erweitern unsere Farm. Machen so ein bisschen die Tiere weg. Entführen wir ein paar Tiere. Ja, Gott. Das hier sind meine. Ganz wichtig, die packe ich mir mal. True Robin habe ich auch mit bei. Alle mit bei. Ja, Robin muss ich auch mal einen Käfig bauen. Damit man ein bisschen Fairness hat, dass Fifi es der Tür klauen kann, wenn er möchte. Wer es hinbekommt. Ja, er baut es hier sich ein bisschen geil. Finde ich nice, finde ich nice. In die Kürbis. Muss die mal entfernen. Das war eigentlich nur, um was zu replacen. Aber naja, egal. Da muss Fifis Storygebiet. Und wir machen heute auch wahrscheinlich ein bisschen Stories. Also wir versuchen das jedenfalls. Denn Jason ist mich schon richtig sehr am Nerven. Also das nervt mich schon sehr. Dass wir die Story nicht machen sollen. Naja, gut, der Main Teil von meiner Story ist, habe ich gehört, noch nicht fertig. Aber zumindest der Start. Und dem knüpfen wir uns jetzt vor. Wenn ich hier hochkomme. Mensch, Fifi. Rexturm. Komfort. Okay, krass. So, ziehen wir jetzt eben durch. Wir haben ja auch noch dieses Buch erhalten. Von der Story. Von jenen, die in der Finsternis thronen, ist der Name Azalea in Schleim gewoben. Wo die Asche der Zeit durch Finger rinnt, führt der Pfad in die Höhle, wo das Feuer erlischt im Wind. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Irgendeine Azaleenhöhle. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo eine Azaleenhöhle ist, weil ich habe keine Ahnung. Ich hab nachher theoretisch noch einen Nightwish, den würde ich auch gönnen. Ich weiß halt nicht, was er meint.
Oh, ich habe ja, stimmt, ich habe ja auch Netherwart angepflanzt. Da war ja was. Ich habe so gar nicht mehr gecheckt, dass ich die habe. Also ich würde halt behaupten, dass es irgendwo bei mir ist. Also für mich am meisten Sinn ergeben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss es ja sein. Von jenen, der in Finsternis. Von jenen, die in Finsternis thronen. Nee, nicht hier dicken Dinger. Oh, Mobspanner. Warum ist die Mobspanner? Okay. Mal abgeklärt. Kann ich mal merken. Im Prinzip alles hast, das aber irgendwie auch nicht. Übrigens, meine Fischschuhe sind kaputt gegangen. Langsam bin ich wirklich auf gar keinen Equip mehr. So aufpassen. So, der ist jetzt demnächst kaputt, sind auch bald kaputt. Will ich noch irgendwas Backup-mäßiges bei die Festplatte noch? Haben wir auch nicht. Geht's hier in eine Lush Cave? Die auch nie im Helden gesehen. Bin nur mal lang gegangen. Mal, von denen, die in der Finsternis drohen, ist der Name Azalea in Stein gewoben. Hallo. Der Name Azalea. Azalea würde ich halt Azalea Trees sagen. Boah, das ist schwer. Ich würde Azalea Tree sagen. In Stein gewoben. Wo die Asche der Zeit durch Finger rinnt, führt der Pfad in die Höhle, wo das Feuer erlischt im Wind. Aber wo erlischt denn Feuer im Wind? In welcher Höhle? Ich hab's nicht so mit Rätseln. Rätsel sind nicht mehr so meins. Wenn ich es nicht checke, dann ist es GG. Puh. Ich kann jetzt safe eine Ewigkeit suchen. Wenn ihr irgendwie wisst, was hier. Mimik. Wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir es ja zusammengelöst. Was ist das für ein Nickel? Es ist Chance to Strike, Attackers, Buffly, Grand. Okay, nice. Wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat, was wir probieren sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Kann ich die jetzt. Okay, die bleiben einfach. Spectral Soup. Ja, im Vollgemüt wieder. Ich habe gerade erst ausgeleert. Und wieder komplett dicht. Ja, womit hat es auf sich? Das ist die Frage. Azaleen. Wir sind Grasblock. Was mit Azaleen? Direkt ein schweres Rätsel kriege. Na, Vivi hat auch schon so ein paar Rätsel gelöst und wir haben das siebenseitiges Buch durchgearbeitet. Aber naja, gut. Gibt es hier irgendwo in der Nähe ein Azalea-Tree? Das wäre eher die größere Frage. Oder in irgendeiner Azalea-Cave. Ich wüsste halt nur eine Azalea-Cave. Und die ist hinten bei Fifi. Ich will jetzt nicht behaupten, dass bei Fifi, dass ich zu Fifi muss, um meine Quest zu machen. So.
Babys geklauten Tiere. Also wird er wahrscheinlich immer irgendwo in der Nähe bei mir sein. Wenn ich heute auf richtigen Pferde bin, ist ja halt die andere Frage. Wenn es überhaupt eine Azaleen-Kelf ist. Meine. Lush-Kelf. Ich wüsste halt nicht, wo ich eine Lush-Kelf hätte. Oh. Höhle. Okay, ja. Das ist super Dunkelheit. Der Concrete. Hey, wann ist denn das hier? Oh Gott, ich sehe nichts. Und ich hab Night Vision. Oh, Darkness. Wie toll. Okay, Leute, ich habe glaube ich das Gefühl, wir sind hier ein wenig richtig. Ui. Jetzt runter. Richtig laufen? Einfach über links laufen ungefähr. Aber hier laufe ich im Kreis. Ja, interessant. Das habe ich noch nie mitbekommen. Jetzt sehr hoch. Okay. Wir sind auf einer guten Fährte. Oder auch nicht. Dann kann es ja nur hier sein. Oder es war einfach ein Bay, dass ich nach unten gehen musste. Ich bin alleine online. Nee. Oh. Okay. Hier geht's da lang. Boah. Es ist schwer was zu sehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hab mal rechts liegt zurück, wo? Ja, das Wischen geht aus. Oh ne, es wird noch schlimmer. Leute, ich verwehe, dass ich gerade gar nichts sehe. Mann. Habe ich irgendwas, was Licht gibt? Irgendwas? Ich habe gehört, das ist jetzt Let's Play in 4K Dunkelheit. Ach, Mann. Gut, GG, an der Stelle. Ich würde mal sagen, wir sind hier ein bisschen gefangen. Hier irgendwas, was leuchtet. Keine Ahnung. Ja, Leute, Let's Play Minecraft in Total Darkness. Also, das ist doch echt Scam. Als irgendwo noch eine Falle kommt, dann habe ich keinen Bock mehr. Keine Rüstung. Okay, so kann ich mich mit navigieren mit dem Zauber. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oh Gott. Warum? Scheiße, warum? Gott, ich werde hier nie wieder rausfinden. Das verstehe ich auch mit der Dunkelheit. Ja. Schon wo ich was gesehen habe, nicht, nichts gefunden. Wie soll es denn in der kompletten Dunkelheit sein? Und warum habe ich wirklich nicht... Habe ich verpackt oder Beine? Komm, ich mach mir jetzt einen Ofen und der dient sich als Fackel. Dann nehmen wir uns den hier. Machen uns kurz Fackeln. Puh. Ja, ist krass. Ist krass, muss man sagen. Hat schon seinen Stil, muss man sagen. Will ich auf jeden Fall.
Ich mach mal das Buch mit weg. Dann würde ich am Ende jedes Gangs eine Fackel ballern. Wäre glaube ich wichtig. Also wirklich, wenn Jason dieses Video sieht, der wird sich auch nur denken, was macht der Typ? Also, ja, wir wollen nicht drüber reden. Dann packen wir das hier auch mit rein. Das Buch separiere ich. Dann haben wir erstmal ein unsere Backpacks. Ja, auch mal wieder reinpacken. Wo waren wir gerade? Gott, dieser Darkness-Effekt bringt mich noch um. Weg ist hoch. War ich irgendwo hier? Ich glaube, so ist es schlauer. Aber wenn es dunkel wird, kurz Pause machen. Okay, war ich gerade. Ja, man sieht einfach gar nichts. Die Frage, hat er sich hier, hat er hier wirklich Secrets eingebaut? Das wäre mies. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Dreimal aus dem Ausgang. Okay, ab ihn. Okay. Interessant. Gib mir die definitiv gleich mal rein. Ich muss aber kurz mir einen Plan machen, wie. Wie mache ich Night Vision Potions nochmal? Eine goldene Karte auf Awaked. Okay. So, sprich hier. Habe ich genügend. Habe ich einen Brewing Stand. Sieht schlecht aus. Ich sollte erstmal Wasser auffüllen. So, dann brauche ich eine goldene Carrot. Die ich nicht benutze. Ich benutze nicht mal eine normale Karotte. Na toll. Dann gehen wir noch jetzt zu unserem Feld. Denn da gibt es Carrots. So, Gold müssten wir auch noch haben. Da hat mir ja letzte Folge besonders von Fifi stibitzt, was ihm nicht mal aufgefallen ist. Also nicht so krass. Bei mir ist ein bisschen was aufgefallen, aber ich nicht mal das Gold. Gold vermisst er halt eben nicht. So. Dann kommt das hier rein, da kommt nochmal Redstone, ne? Ja, Redstone. Jupp. So. Jetzt dann. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen Tränke und sehen wir übrigens wieder ordentlich was. Also einigermaßen ordentlich. Ich frage mich halt, hat es noch mehr was mit dem Rätsel zu tun? Also muss man auch mal ein Buch lesen. Von jenen, die in der Finsternis thronen, ist dein Name Azalea. Azalea. Stein gewoben, wo die Asche der Zeit durch Finger rinnt, höre dem in der Fahrt in die Höhle, wo das Feuer erlischt im Wind. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mir jetzt Night Vision reingönne und noch zwei weitere habe. Auch richtig unauffällig. Diese Höhle. Ah, Azalea Sign. Oh. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Geh mal ein bisschen anderen Weg, weil ich will mal sehen, was hier noch alles ist oben. Scheinbar nicht so viel. Ah, oben ist nichts. Ist ja die Frage, ist irgendwo ein Secret, was ich nicht kenne? Ich habe bisher noch nichts mitbekommen. Bei welchem Pfad führen? Ah. Das ist echt sehr interessant. Wie geht's hoch? Ich weiß nicht, ob man hier reingehen kann. Also, ob man hier irgendwie was finden kann.
Aha. Gute Frage. Ich verstehe halt nicht genau. Ich habe jetzt halt noch nichts gesehen. Kann man Absprache halten, aber ja, das werden wir in der nächsten Folge erst dann die Rückmeldung wahrscheinlich haben. Über der Berg. Das, was mich jetzt irritiert, ist, dass hier nichts drin ist. Also jedenfalls nichts mir ersichtliches. Wir jetzt nicht alles kaputt machen, so. Willst du wissen, was hier ist? Das ist so viel Dunkelheit auf einmal. Ist hier. Hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Hier ist nothing. Chillig. Schön den Berg ausgenutzt. Aber was soll hier sein? Ja, gut, dann werde ich mal Mordsprache halten. Ob ich einfach dumm bin oder was übersehen habe oder so. Aber Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle, das war's mit dieser Folge von Minecraft Dragons. Hat euch gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao. Leider.